Hallo Leute und willkommen zurück aus dem Strandurlaub irgendwo im Pilzkönigreich und aus der wundervollen Wasserwelt, in der wir als allererstes, da wir da nicht weiterkommen, wie ihr seht, die Röhre des Todes bestreiten. Das war sehr schwer. Ha, ich hab euch verarscht. Nein. Zurück natürlich und nicht reinkommen, das ist wundervoll. Die Röhren sollten wir eigentlich kennen, aber nur ich dachte mir, ich stelle mir die jetzt so vor. So. Platsch, unter Wasser. Sterben. Nein, nicht sterben. Was ist denn da drin? Machen wir es mal auf. Eine Feuerblume. Ist das nicht wundervoll? Übrigens, links kann man nicht wirklich raus. Das ist schon das Weiteste. Lol. Echt? Ich glaube, im GBA konnte man mit so einem Bildschirm rumschwimmen. So, ich hasse diesen Level übrigens. Warum? Weil es ein Wasserlevel ist. Und ich hasse alle Wasserlevel, die es in Mario je gab. Warum? Weil Blooper. Fick dich, du bist Vieh. Ja, ich habe wirklich einen riesigen Hass auf die Blooper. Das ist toll. Das ist ein wahres Unterseepanorama, das uns diese Blume hier widmet. Und ich hasse sie dafür. Ich will keine Unterseepanoramas. Ich will einfach nur den blöden Zauberstab haben. Holy shit. Moment, da geht's doch sicher runter. Wusste ich's doch, ich komme aber nicht hin. So, guck mal her, Blooper. Machst du fein. Ja, feiner Blooper. Verarscht. Ja, ich will jetzt ganz kurz noch da rein. Stell dir vor, ich verarsche ihn so und dann sterbe ich einfach, weil ich zu inkompetent bin, da reinzukommen. Das wäre doch witzig. Ja, ihr würdet das witzig finden. So. Ja. Komm. Steuerknüppel, der irgendwie anders ist als das erste Steuereinhalt. Nenn ich das jetzt mal. Happy runterfallen. Meins. Ja, okay, da kann ich stehen. Nehm ich mal so hin. Ja! La! Eure Mütter, ihr Fische. Nein. Böse. Ich hasse mein Leben. Ah! Nochmal. Diesmal geht es besser. Warum? Weil Incredible Jump'n'Run Skills. Habt ihr gesehen, wie ich den Pilz geholt habe? Das war unglaublich, ne? Ja, ich soll es nicht übertreiben. Ja, toll, klasse. Au! Ich habe vergessen, das ist ja nicht so wie in einem neuen Spiel, dass man einfach noch 3 Kilometer unter dem Bild ran schwimmen kann. Nee, hier dachte sich das Spiel so fuck you. Also die machen eher. Meins. Danke. Die Macher dachten sich da wirklich fuck you. So, ich sollte aufpassen, denn ich habe zuletzt aus der Mario Brothers Reihe nur New Super Mario Brothers 2 gespielt und für alle, die es gezockt haben, die wissen, das ist das Spiel mit den unendlichen Leben. Also so nenne ich das zumindest und wer es einmal ausprobiert hat, der weiß warum. Es gibt einfach Milliarden von Münzen in dem Spiel. Also Inflation zum Sonderpreis. Holla. Blöder Fisch. Ich will raus! Gib doch. Nein! Nein! Holy shit! Nein, böse. Jedenfalls Inflation zum Sonderpreis von, keine Ahnung, wie viel das gekostet hat. Jedenfalls, ich habe ein Problem. Und das heißt, ich bin blöd! Fuck! Oh, ich hasse den Level. Habe ich mich damals eigentlich auch so blöde angestellt bei dem? Egal. Wie ging das jetzt? So ging das. So. This is Sparta! Sterb. So, nix drin, das ist ja wundervoll. So, neuer Respawn gesetzt.
Warum auch immer, mitten auf dem Meer. Es macht einfach Spaß, auf dem Meer zu sein. Übrigens, wenn man so einen Blödsack auf... ja, ich weiß, ich bin nett. Wenn man so einem Blödsack auf dem Land begegnet, ich bin ihm ja gerade auf dem Wasser begegnet, dann ist auch die Arena, wo ich gerade drin war, nicht mit Wasser gefüllt. Und das ist dann wundervoll, weil Mario nicht aus dem Wasser kommt. Ich bin so blöd, echt? Meine Nachbarn haben mich wahrscheinlich auch für geistig behindert. A coin for me? A coin for you? And a stupid fish! Nein, böse. Nein, böse. So, diesmal problemlos weiter. Nein. Na. Ich fange da ja an zu weinen, ohne Witz. Ich hatte den ersten Level innerhalb von 2 Minuten geschafft, jetzt tue ich mir so kacke schwer mit dem hier. Es ist total untypisch, dass ich solche Gegensätze in der Wasserwelt habe. Normalerweise verzweifle ich in jedem Level. Das Ding ist einfach auch hier, so wie... Bin ich jetzt ernsthaft in die reingesprungen? Das Problem ist einfach, so wie in jedem Spiel mit Wasserwelt, man muss einfach auf Unmengen Zeug aufpassen, was im Wasser eventuell lauern könnte, zum Beispiel diese Kackfisch. Ich muss gleich... Ich muss schauen, dass ich nicht Game Over gehe. LOL! So, wahrscheinlich geht's erstmal Game Over, dann schaffe ich den Level auf Anhieb. Nein, ich will nicht Game Over gehen. Boah! Safe States werde ich auch nicht verwenden. Das können alle, die jetzt an Safe States denken, mal schön vergessen. Ich benutze Safe States hier eigentlich nur, um mir sicher zu sein, dass ich die Speichereinheit dieses Projektes behalte. Also, wenn ich die Session beende, setze ich einen State, den ich nächstes Mal wieder laden kann. Das war aber auch schon alles. Also, wenn ich jetzt auf Load State drücke, dann komme ich wieder da raus, wo ich den Part angefangen habe. Das wäre unschön. So. Hab! Wichsbeutel. Oh. So, lauf Mario und... Ach, komm! Ich hätte es gut gebrauchen können. Ja, wir werden hier viel Leben unterschlagen. Moment, ich muss kurz einen Schluck trinken. Frisch Coca-Cola. Mach anderen eine Freude. Jetzt wöchentlich eine Truck-Rundfahrt für dich und deine Lieben auf coq.de/truck zu gewinnen. Aha. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Truckerfahrer, die sind doch die absolut coolsten Leute auf dem Planeten, denkt man, oder? Es heißt jetzt zu mir nur, ja, das ist der total dumme Job, da stirbt man ganz leicht an einem Herzinfarkt, weil man ja nur unter Stress steht und bla bla bla. Ich weiß nicht, was das Problem ist, weil man wird eigentlich gar nicht so scheiße bezahlt und man kommt rum in der Welt. Und dieser Level ist dermaßen kacke, wegen dem blöden Fisch da unten. Genau deswegen. Ich hasse dich, du Wichsbeutel. Ja, der spuckt dann halt irgendwo in den Abgrund. Habe ich immer das Gefühl. Jedenfalls, also ich... Ich fühle mich gerade verarscht. Ja, egal, wir bekommen noch mehr von denen. Egal. Jetzt seht ihr auch mal den P-Flügel, mit dem ich einfach permanent Flieg-Modus spielen kann. Lal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 
Naja. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich könnte mir so ein Leben als Truckerfahrer schon vorstellen. So. Ja, ich sitze so da drin und höre von Elvis Truckers Hatch. Ha! Ha! Oh mein Gott, bin ich witzig! Ach, komm. Nee. Aber halt's mal. Du bist kein. Du bist nicht Tollgeist! So, fünfte Tür war's, ne? Das war nicht die fünfte Tür. I want that one up. And I don't want that fish. So. Hat man keinen Unterschied, wo man in die Röhre geht. Das sind noch mehr Röhren, man kommt immer in der da raus. Nein! Mario! Das war dumm von dir. Sagte der, der den Steuerknüppel in der Hand hält. Aber es ist einfach immer so bei uns Gamern. Entweder ist es der Charakter oder ist es die Firma, die es hergestellt hat. Also die Entwickler halt. Ja, das war die richtige, die sechste Tür. Und nach diesem Mini-Rätsel kloppen wir. Und er kann fliegen diesmal. Aber nicht mit mir. Arschgeige. Nochmal. Nicht mit mir, Freundchen! Denn mit Mario bleibt man immer auf dem Boden. Der ist einfach nicht arrogant. Ich soll's Maul halten. Pilz. Da ist noch ein Pilz, ne? Nein, da war kein Pilz. Da war ein Pilz. Nein, da war eine Blume. Oh. Howdy. Da, ne? Yes! Mit einem Fehlversuch komme ich durchs Memory. So. Und nächstes Mal bekomme ich ein anderes. So, erstmal ein Dingens, Kirchens, Gedöns, Kram. Ja! Zwei Leben. Ist nicht viel, aber besser als gar nichts. So, ich mache natürlich alles im 100% dran, das soll ich mir jetzt erstmal Level 4. Wobei ich um die Gefahren dieses Levels weiß und euch sagen kann, es kackt mich an, nur dran zu denken, dass ich zu blöd bin, da rüber zu springen. Ernsthaft? Hätte ich ganz gern. So, das ist Nudelpfanne. Ich hätte den Stern überhaupt nicht gebraucht. Kann das? Egal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, wo war der Pilz? Da war der Pilz. Jump, jump, jump. Mann. Ich bin so blöd, das gibt's echt nicht. So, das ist das erste Problem hier drin. Und das zweite sollte eigentlich hier irgendwo. Das ist nicht der da, nein. Das sieht nur so. Das zweite Problem ist meine Blödheit. Oh, da ist er ja. So, danke. Kann ich gut gebrauchen. Kann ich den so nicht töten? Danke.
So. Leider. Gut. Level 4 hätte ich abgeschlossen. Ich muss euch gleich dazu sagen, ich habe jetzt 15 Minuten aufgenommen. Der Part wird lang. Wahrscheinlich wird es die einzige zwei. Nee, es wird nicht die einzige zweigeteilte Welt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber sie wird definitiv zweigeteilt. Warum kann ich mich unter Wasser nicht drehen? Das ist überhaupt das Töfte. Stirb. Es ist so stumpf, wie ich manchmal kommentiere. Och, komm schon. So, das Schlimme ist an den Quallen einfach, man darf sie erst gar nicht berühren, weil sonst ist man tot. Also man stirbt nicht gleich sofort, aber man standard halt. Das Ding ist aber auch, man kann nicht durchschwimmen, auch wenn man sie berührt. Wie ihr auch beim Blooper gesehen habt, der hat es nicht durchgeschafft. Das ist einfach, weil die sich so nö denken. Und ich habe endlich das, was ich wollte. So, jetzt will ich ja irgendwie noch essen.